Heute gibt es einen kurzen Test zwischen zwei Receivern von Technisat. Und zwar zum einen der Klassiker, der Technisat Digit Isio S2 und der Nachfolger Technisat Digit Isio STC, allerdings UHD. Das Duell beim Starten. Die Startzeit ist Minimum unterschiedlich, und zwar der S2 ist jetzt schon fertig und der UHD ist jetzt fertig. Das heißt, da ist ein 2-3 Sekunden Unterschied. Das Beenden bzw. der Standby, und zwar fahren wir da in den normalen Standby, und man sieht, der Isio S2 war um Welten schneller und der STC UHD braucht schon ein Stück länger. Das ist alles Echtzeit. Es ist immer noch bitte warten, das heißt, jetzt ist er fertig. Diesmal schauen wir den UHD, und zwar das Menü. Sender suchen und zum Beispiel ist alles dasselbe wie beim S2. Die Einstellungen sind natürlich ebenfalls fast ident, nur das T2 ist da dazugekommen. Netzwerkeinstellungen, man kann LAN, Wireless LAN und Bluetooth getrennt ein- und ausschalten, was sehr gut ist. Der kein Netzwerk hat, braucht das auch nicht. Toneinstellungen und so weiter, das ist alles dasselbe. Das heißt, ich klappe das ganz kurz einmal auf. Und der von euch, der das genau anschauen will, macht einfach Pause und schaut sich diese Einstellungen im Detail an. So, Antenneneinstellungen haben wir noch nicht gehabt. Ich habe da eine Single-Antenne eingestellt. Die T2 habe ich überhaupt nicht eingeschalten. Allerdings sieht man da ein kurzes Signal. Ich habe da nicht einmal eine Antenne dran. Sonderfunktionen, On-Screen-Display zum Beispiel oder Internet. Bei mir ist ausgeschalten, da brauche ich keine Verbindung. Technisat D2 Apps. Smart Home-Funktion hat der S2 ebenfalls nicht. Die hat der UHD. Sprachsteuerung habe ich ausgeschalten. Die hat der S2 auch nicht. UPnB ist wieder bei beiden vorhanden. HDMI Technilink, die Verbindung mit dem Fernseher ist ebenfalls bei beiden. WatchMe haben sowieso beide. Und die Registrierung brauchen wir wieder nicht. Systemkonfiguration, da seht ihr wieder meine genauen Daten. Die Software Level, für den es interessiert. Serviceeinstellungen ist sehr interessant. Werkseinstellungen brauchen wir nicht. Löschen wollen wir jetzt auch nicht. Internetlinks löschen. Programmliste, die Aktualisierungen, Software kann man da aktualisieren, Internetliste, das ist wiederum sehr interessant. Die Einstellungen in Datei sichern, das heißt, da kann man jetzt alles sichern oder nur Listen und Timer sichern, die kann man nachher auf einen anderen Receiver mitnehmen oder eben für den, wo man resettet, und natürlich das Wiederherstellen. Dann Timer verwalten, Timer-Übersicht, da habe ich ein paar programmiert jetzt. Dann haben wir den, kann man entweder einen neuen Timer machen, was ich aber nicht manuell programmieren will. Senderwechseltimer, Wegtimer, Serientimer, sehr interessant, zu dem kommen wir später noch. Und Timer-Einstellungen, da kann man die Vorlauf, Nachlauf und die Perfect Recording. Das Perfect Recording sollte eigentlich so funktionieren, wenn eine Sendung länger dauert, dass sie automatisch länger aufgenommen wird, aber es funktioniert nicht. Es hat immer wieder zu Abstürzen geführt, und somit kann ich diese Einstellung niemandem von euch empfehlen. Hab sie ja bei mir deaktiviert. Die TV-Listen, da kann man es schön manuell sortieren, sprich, wenn ich auf der linken Liste bin, sind alle Sender, und auf der rechten ist es diese Favoritenliste, wie man so schön nennen kann. Und dann kann man eben mit dem gelben Button links unten ersichtlich, zeigt er immer die Funktion, zum Beispiel da jetzt hinzufügen. Die kann man aber mit dem Dropdown-Menü-Option ebenfalls ändern, in Löschen und so weiter. Das heißt, und ich kann da jetzt auch sortieren. Das heißt, wenn ich 3 hatte, etwas höher oben will, gelbe Tasten, eins her, okay, fertig, umsortiert. Ganz einfach. Dann Radiolisten, dasselbe in grün, nur mit Radio. Internetlisten ebenfalls, brauchen wir die diesmal nicht. Filme verwalten, das ist auch gut. Das heißt, wenn man ein paar Filme auf der Festplatte hat,
dann sieht man da gleich mal auf der linken Seite, was ist auf der Festplatte generell alles drauf bei mir. Und ich kann das natürlich verschieben in einen Ordner oder löschen, alles möglich. Dann Musik verwalten, dasselbe, Bilder, Aufnahmemedien, die Einstellungen. Jetzt sieht man da mal Festplatten. Da kann man es entweder auf DVD, DVR, das heißt auf Recording-Tauglichkeit überprüfen lassen, System prüfen oder direkt alles formatieren. Auf den oberen Punkt da kann man einstellen, entweder auf den hinteren USB-Port oder vorne habe ich kein Medium angeschlossen. Somit lassen wir das hinten. Dann gehen wir weiter zu den DVR. Reservierte Tuner, das heißt, da kann ich theoretisch einen Tuner reservieren lassen. Die Aufnahmeformate, die Medien, FAT32 hat sich gut bewährt. Somit kann man die Festplatten auch super schnell zum PC anschließen und Filme schneiden. Sendungsmarkierung, da, wenn man mehrere Filme hintereinander aufnimmt, dann macht er automatisch Sprungmarken. Aufnahmebenachrichtigung, wenn man gerade schaut, aber es ist einfach nur lästig, wenn eine Benachrichtigung kommt, das soll er alles automatisch machen und fertig. Und die nachträgliche CE-Entschlüsselung, bei mir, ich habe keine CE, aber es war für die, die verschlüsselte Sender schauen, relativ interessant, dann wird das unverschlüsselt aufgenommen und falls man keine Karten im Receiver hat, kann man die Filme immer noch schauen. Die Wiedergabeeinstellungen, das heißt, was er anzeigen sollte und ansonsten Startverzeichnis, Filme und so weiter. Verschlüsselungssystem. Der hat nur einen CE-Slot und einen Kartenleser. CE-Slot ist leer, Kartenleser, keine Karte eingesteckt und die Verschlüsselungssystem kann man entweder Auto an oder aus. Da kann man natürlich einen Binner machen und mit der grünen Taste übernimmt man das dann. Bediensprache dürfte logisch sein. So, kommen wir zum EPEG. Da gibt es diesen Kanal-EPEG, das heißt, ich habe da zum Beispiel Welt jetzt eingestellt und jetzt sehe ich alles, was in Welt kommt. Ich kann aber auch mit der grünen Taste auf den Überblick schauen, das heißt, ich habe jetzt NTV, Welt, Pro7 und so weiter, was momentan läuft. Weiters kann ich machen, ich gehe auf den Kanal-EPEG nochmal retour und die mich da die Nachrichten als Serientimer machen. Ganz einfach, das heißt, ich mache da die neue Suche mit der roten Taste. Nachrichten, Serientimer an, dann kann man entweder da den Ordner auswählen oder eben den allgemeinen Ordner, Jugendschutz automatisch, das ist wurscht, bei Nachrichten zumindest, und die erweiterten Einstellungen tun wir an, Sender nur auf NTV, den Zeitraum, ihr könnt ihn tageweise einschränken oder Stunden, lassen wir alles an und die Zusatzinfo durchsuchen. Ich kann da zum Beispiel noch Heimatfilme oder was suchen. Das macht bei Nachrichten natürlich keinen Sinn. Aber es ist möglich. Dann gehen wir auf Übernehmen. Und dann gibt er eine kleine Warnung, dass andere Sendungen überlagert. Und schon hat er alle Nachrichten auf diesem Kanal automatisch rot markiert. Und rot bedeutet Aufnahme. Dann gehen wir mal retour. Und jetzt sieht man da wieder, die roten sind alle Aufnahme. Dass ich zu diesen Serientimer komme, drücke ich Option, noch einmal Option, dann habe ich rechts unten auf Suchen, Suchüberblick, das ist etwas kompliziert. Und jetzt kann ich da auf der linken Seite, ihr seht, da habe ich schon ein paar Serientimer vor, dort wo DVR dabei steht, ist ein Serientimer, Nachrichten, den tun wir einfach die Suche löschen mit der roten Taste, ja, schwupp und schon haben wir alle Serientimer weg. Und jetzt, wenn ich da retour gehe, zum Beispiel auf NTV sind die Nachrichten wieder alle normal markiert. Das heißt, da ist jetzt nicht mehr auf Aufnahme markiert. So, mit haben wir den Serientimer ebenfalls abgehandelt. In das Timer-Menü komme ich mit der Tastenmenü, das ist links unten, beziehungsweise Timer. Jetzt bin ich im Timer-Menü, da habe ich ein paar Sachen vorprogrammiert. Sollten da zwei Sachen überlappend sein, dann ist diese Zeile da rot markiert. Das heißt, der Kollision und die kann man nachher ganz einfach löschen oder verschieben. So, gehen wir zu den Umschaltseiten. Und ihr seht, dass das ist auch der neue Receiver und die Umschaltseiten sind nicht besonders schnell. Das heißt, die sind gemächlich und ich habe da jetzt keine UHD-Sender drinnen und nicht einmal HD, das ist nur SD auf SD.
Durch das, dass ich sehr viel aufnehme, habe ich fast ausschließlich SD und auf einem 40 Zoll Bildschirm macht das überhaupt keinen Sinn auf HD gehen, weil meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Bild im Bild habe ich da. Das heißt, ich kann da weiterschauen und rechts oben ist das kleine Bild. Die Funktion haben wieder beide und natürlich die Umschaltzeiten sind gleich wie ohne diesen Bild im Bild. Aber ich sehe rechts oben, wenn die Werbung zum Beispiel aus wäre, könnt ihr wieder mit der Bild im Bild-Taste, das ist rechts unten, das ist der da, drücke rauf und jetzt bin ich wieder im kleinen Bild, beziehungsweise jetzt habe ich diese Bild im Bild groß geschalten. Was mir noch gut gefällt, ist diese Stopp-Tasten, das heißt, da drückt man einfach drauf. Und jetzt komme ich schon in die aufgenommenen Sendungen und kann ganz normal, die letzten habe ich die Nachrichten gerade eben aufgenommen, mit der OK-Tasten und ich kann die Nachrichten schauen, zurückspulen, vorspulen, Play drücken, natürlich Pause drücken, dann ist die Dame still. Und ja, das kann man alles mit diesen vier Knöpfen da oben machen. Geht relativ einfach und relativ selbsterklärend. Drücken wir auf Stopp. Wenn man was aufnehmen will, drückt man einfach auf diese links rote Markierungsaufnahmetaste und dann fängt die Aufnahme an. Man kann jetzt dann das Ganze mit der Pause-Taste pausieren, sich einen Snack holen und dann einfach wieder mit Play weitermachen. Wenn man dann auf die Stopp-Taste drückt, fragt dann natürlich, soll man die Aufnahme jetzt speichern, verwerfen oder weiter aufnehmen lassen. In meinem Fall verwerfen. Und noch eine Funktion, die mir sehr gut gefällt, ist diese Timer-Funktion. Das heißt 30 Minuten, 45, 60, 90, 120 oder Timer wieder ausgeschalten. Soviel zum UHD. Diesmal habe ich den EasyOS 2, das heißt ohne UHD. Jetzt schauen wir uns da einmal das normale Menü an. Fast dasselbe, nur halt ohne diesen DVB-T wie früher erwähnt. Da genauso das Sinn der Suchen, komme ich automatisch, Transport oder manuell zu den Einstellungen, Jugendschutzprogramm, Grundeinstellungen. Ich gehe mal da rein. Zum Beispiel, wer es wieder genauer anschauen will, schaut sich das genauer an. Allerdings sind da wirklich fast dieselben, also wirklich nicht fast, sondern wirklich dieselben, bis auf ganz kleine Einschränkungen, Einstellungspunkte vorhanden. Netzwerkeinstellungen, Wireless LAN, WLAN direkt. Und Bluetooth alles ausgeschalten, Antenneneinstellungen, Sonderfunktionen, Onscreen-Display. Naja, die Internetoptionen sind ebenfalls nicht, dieses Alexa ist ebenfalls nicht dabei. Das ist die Softwareversion, die ich da drauf habe. Und zu den Serviceeinstellungen, Werkseinstellungen, Löschen, Programmliste aktualisieren, Softwareeinstellungen in Datei sichern. Da habe ich wiederum, entweder ich kann alle Einstellungen sichern oder nur die Listen und Timer sichern. Was ebenfalls sehr gut ist, genauso wie beim UHD. Oder das Wiederherstellen habe ich da ebenfalls. Dann gehen wir zurück zu dem Timer. Da habe ich noch an den Timer-Übersicht wieder. Jetzt ist zurzeit noch keiner gestellt auf dem Receiver. Neuen Timer hinzufügen, Videorekorder, Senderwechsel, Wecktimer, Serientimer, exakt dasselbe. Kein Aufnahmemedium, da werden wir nachher gleich schauen. 5 Vorlauf, 7 Nachlauf, Perfect Recording auf Aus. Dann haben wir da die TV-Listen verwalten. Dasselbe Schema wie drüben, das heißt zweimal, da habe ich alle Sender und auf der Seite habe ich diese Favoritenlisten. Radiolisten verwalten, Internetlisten. Und jetzt dann kommen wir zu den Medieneinstellungen. DVR-Einstellungen, reservierter Tuner habe ich ebenfalls ausgeschalten. Diesmal habe ich das auf NTFS geschalten. Sendungsmarkierung an, laufende und Autoaufnahme, Medien. So, und jetzt gehen wir da auf das Hinten. Einmal retour, DVR-Einstellungen und jetzt geht es schon wieder weiter. Gehen wir zum EPEG, beziehungsweise Technisat nennt es SFI. Da haben wir wiederum das Kanal-EPEG, das kann ich umschalten in Überblick. Dann habe ich wieder alle Sender. Und das ist fast dasselbe, also nicht nur fast, sondern einfach nur ganz das gleiche wie beim
UHD. Könnt auch wieder ein Seriendämmer machen oder neue Suche nach Nachrichten. Könnt wieder ein Seriendämmer einschalten und so weiter. Diesmal mache ich aber keinen Seriendämmer, diesmal gehe ich auf Abbrechen, weil das Schema ganz das gleiche ist wie zuvor. Zu den Bedienelementen, das heißt, ihr habt auf der linken Seite die Einschalter, diese vier Wegewippe, OK-Taste. Auf der rechten Seite habe ich zweimal diese Klappe, die nicht sehr stabil ist bei beiden nicht. Das heißt, das Gehäuse dürfte ganz das gleiche sein und wir haben da beim alten noch einen USB 2 und beim neuen haben wir schon einen USB 3 Anschluss. Zweimal SD-Kartenräder, soweit so gut. Auf der linken Seite die Schrauben, nichts Besonderes, aber jetzt kommen wir auf die Hinterseiten. Geneigte Kenner von euch werden schon bemerkt haben, da gibt es kleine Unterschiede. Wir haben da einen Doppeltuner bei beiden. Da ist eine alte analoge ausgebuchset, zum Beispiel SCART kann man da anschließen mit einem Adapter. HDMI haben wieder beide. Ich habe da rechts, links und koaxial, das habe ich beim neuen ebenfalls. Auch die digitale Audiobuchse. Dann kommen wir zu LAN. LAN hat der alte 100 Mbit und der neue hat eine Gigabit LAN-Anschlussbuchse. Der neue hat ein WLAN eingebaut. USB habe ich beim neuen nur noch einen. Das fällt bei mir extrem gravierend aus. Beim alten habe ich zwei. Allerdings USB 2, der neue hat USB 3. Der Stromanschluss ist bei beiden dasselbe, 12 Volt 3 Ampere. Dann habe ich da einen CE-Slot bei beiden und einen Cardreader, Smartcard. Der neue hat ebenfalls einen DVB-T-Anschluss bzw. einen Kabelanschluss. Kurze Erklärung, warum brauche ich zwei USB auf der Rückseite? Bei der einen steckt bei mir immer Festplatten dran und bei der zweiten, das ist der Stromanschluss für meine Mini-Lautsprecher. Und zwar schließe ich bei diesem Ausgang bzw. bei dieser Strombuchse diese zwei PC-Lautsprecher an und die kann den Receiver als normalen Radioreceiver benutzen mit den Radioprogrammen und braucht den Fernseher nicht zum Anstecken. Nachdem diese zwei Lautsprecher an USB-Anschluss, schauen wir mal da hinten, als Stromanschluss haben, kann ich mit diesem alten Receiver natürlich die Stromversorgung sicherstellen und mit so einem kleinen Adapter auf die Cinch-Buchsen gehen, rechts, links, und ich habe da ganz den normalen Audioausgang, was sehr gut ist. Das kann ich beim neuen nicht machen, weil der neue hat nur Festplatten hinten, aber keine Stromversorgung für meine Boxen. Diese Stromversorgung müsste extern passieren, allerdings laufen die Boxen noch wieder die ganze Nacht, wenn ich zum Beispiel einen Timer, einen Sleep-Timer stellen würde. Sehr schlecht. Die Buchsen geht mir wirklich ab. Der alte verbraucht im normalen Betrieb 7,4 Watt. Schalten wir nochmal auf Standby. Der alte S2 verbraucht 0,8 Watt ungefähr im Standby. Der neue UHD verbraucht beim normalen Betrieb 8,89 Watt. Also knapp unter 10 Watt. Schalten wir ihn in Standby. Der UHD verbraucht im Standby 0,87 Watt. Ja, das ist auch sehr, sehr wenig und sehr löblich von Technisat. Das Gute bei Technisat ist, dass sich die Fernbedienung und die Bedienung generell nicht viel ändert. Der Unterschied ist, dass die Batterieabdeckung von der alten nicht auf die neue passt, umgekehrt aber schon. Ja, das ist ein kleines Detail am Rande. Ich will das Video an der Stelle beenden. Bin mir aber bewusst, dass ich sehr viele Funktionen dieser Receiver nicht im Detail vorgestellt habe. Sollte dich irgendeine Funktion genauer interessieren, gern unten in die Kommentarfunktion. Ich werde dann probieren, in einem kurzen Video diese Sachen, die euch brennend interessieren, im Detail zu erläutern bzw. vor der Kamera auszuprobieren. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast zu dem Video, gern unten in der Kommentarfunktion. Ich lerne ja gern weiter und denk auch nicht an alles. Die Diskussion ist eröffnet.
Somit wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss.